So, hallo, wir unterbrechen das laufende Programm für ein Sonderprojekt. Der liebe Panga hat nämlich einen neuen Hack gebaut, und zwar Kaizo Kindergarten heißt das ganze Ding. Und das möchte ich mir unbedingt sofort angucken, da lasse ich alles stehen und liegen. Denn ich bin da sehr gespannt, was einen da erwartet. Müssen Sie den Ort jetzt nur finden da? Dankeschön. Welches ist die SMC? Das ist die SMC. Und zwar soll man da offensichtlich so ein bisschen Kaizo-Tricks erklärt bekommen. Ich weiß nicht, ob es ohne Save States dann spielbar ist oder nicht. Es heißt, es ist für Dummies praktisch, ja. Kaizo für Dummies. Also ähnlich wie Quickie World. Eigentlich schon. Aber mal gucken, was er da sich so ausgedacht hat. Ich will das auf jeden Fall mir mal anschauen, deswegen. Yo. Let's move it. This tutorial hack only covers mechanics of Vanilla Super Mario World. Note that custom hacks can at any time change the physics of the original game. Ja, also es geht um die Sachen, die mit dem Original gehen und nicht irgendwie custom daneben eingebaut wurden. Ach ja, es gibt eine README, ich sollte die mal ganz kurz lesen. Suri, da gehe ich mal ganz schnell rein. Ihr habt ja hier schöne Musik. So, README. Aber auch da steht, glaube ich, nur genau, er hat hier einen Google Doc noch hinzugefügt, wo dann der ganze Text drin steht, den man auch im Spiel selbst sehen kann. Also man kann jederzeit alles nachlesen. Na gut, schauen wir mal, was passiert. Ich wollte eigentlich den Pro-Controller anschließen, aber der Pro-Controller wollte nicht. Ja, leider sind Trolls eingebaut. Das ist nicht so schön. Aber hey. Ja, das ist ja klar. Ach, guck mal da oben. Da oben ist so ein Hut, der sagt, was ich drücke. Huch. Ja, sick. Okay, Select hat keine Taste, aber warum auch? Das ist ja cool. X und Y sind genau das gleiche. Okay. Ja, das ist klar. Okay, mit LR kann man jederzeit zurück, haben wir gerade festgestellt. Select plus L toggle the Input Display. Ah! RAM Values, was? Okay. R und runter für den Text. What? Sick. Okay, ein Dragon Coin in jedem Level. Ach so. Ja dann, let's move it. Hab schon mal gesagt. So, wie ist das jetzt gedacht? This level teaches you about vertical speed mechanics. The faster you move, the higher you will jump. Ja, gut. Okay, da erklärt er mir jetzt das. Das wissen wir aber schon. Ich komme bis zu 6 hoch, wenn ich Fullspeed habe. Please do not put six-tile jumps in a level. It is impossible with a running speed normal jump. Ach so, it is possible. Ja gut, wie gesagt, das wissen wir ja schon, ne? Ja. Ich krieg's halt nicht. Ach, guck mal, da oben ist jetzt das RAM-Ding. Das ist ja sick. Und das kann ich dann irgendwie so wegmachen. Nee, wie ging das weg? Ach, LR. Ah ja.
cool. Da ist mein Speed. Aber passt die Anzeige? Ah ja. You can clear 5 tiles while bouncing off enemies. Ja gut, das ist auch logisch. Hui. Wobei die Höhe wusste ich so noch nicht, aber es ergibt Sinn. Auch das kennen wir schon. Dup, 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 dup. Aber das, ne, was wird so alles einem beigebracht hier, was los ist? Ich hab's nicht gelesen rechtzeitig. Was stand da? Was? Let go of jump to fall faster. Ach so. Ja. You fall faster when walking off layer 2 blocks. Ach so. War es mir auch noch nie so wirklich bewusst gewesen, aber okay. Ja, das war ein schwieriges... Moment, ich habe die Yoshi-Coin nicht gefunden. Ich habe die Yoshi-Coin nicht gefunden. Irgendwo soll ja eine Yoshi-Coin sein. Soll denn hier eine Yoshi-Coin sein? Höchstens in dem in dem Raum, dass man da wieder hochkommt oder hier in der Mitte runterfallen kann. Ich auch nicht höher. Ist in dem Raum vielleicht, wenn ich da nach links falle oder so? Ah ja. Alles klar, da ist mein Yoshi-Coin. Yoiks. Dann ist der Rest. Achso, jetzt kann ich auch so raus. Okay, haben wir sie gefunden. Sehr schön. Wieso wird sie hier angezeigt und hier. Hä? Ah, da ist sie ausgegraut. Alles klar. Da ist sie ausgegraut. Pi-Meter. Das ist meine Geschwindigkeit. Your horizontal speed always varies. Das ist Walking Speed. Running Speed. Und wenn der voll ist, dann habe ich ja volles Rennen. Ah, da oben sieht was an der Zahl jetzt auch. Cool. Also ich werde jetzt nicht immer alles vorlesen, ne? Ihr könnt selber lesen. Da ist mein Pi-Meter. Ja, ja, genau. Kennen wir auch. Und da setzt er sich jetzt gleich. Haben wir die 112. Da hatten wir die 112. Da hatten wir die 112. Da hatten wir die 112. Oh nein, jetzt habe ich eine Viererfläche. Und das ist eine Dreierfläche. Ja. Will ich darüber dann? Oder will ich darüber? Okay, beides wäre möglich. Nein, ich muss beides erst. Okay, dann ist schon mal klar, wo die Yoshi-Coin ist.
Ach Gott. Ja, da war er. Da war er. Da war er nicht. Ich weiß nicht, in welche Richtung die Yoshi-Coin ist. Das ist jetzt gerade mein Problem. Das war schlecht. Jetzt könnte er kommen. Nein, hat nicht gereicht. Ich glaube, in die Richtung ist die Yoshi-Coin. Ach, komm schon. Kann halt nicht gleichzeitig da auf den Dings da oben gucken. Nein. Das hat nicht gereicht. Vorhin hatte ich ihn doch relativ schnell sogar. Mist. Wie hatte ich den denn vorhin so schnell hingekriegt? Ich habe so kleine Sprünge gemacht, ne? Ja, genau, ich habe so kleine gemacht. Hat das Problem, dann gleichzeitig auf die Zahl da oben zu gucken? Kann ich gar nicht. Jetzt kommt er. Nice. Ring Coin. Okay, jetzt auf die andere Seite. Jetzt kommt er. Sehr schön. So, soll ich jetzt hier auch wieder, ja? Jetzt kommt er dann. Zack. Ah ja, genau. Na, jetzt behält man die Geschwindigkeit bei. Aber jetzt bin ich bei 103. Wenn man halt richtig abspringen würde, würde das auch funktionieren. Ups. Ui. Ah, jetzt bin ich wieder ein bisschen. Ach. Tu ich denn? Hä, jetzt habe ich ja trotzdem was verloren. Ist es nicht in Schwimmen, geht er nicht weg? Das not decrease when swimming. Ach so. Ach so, rausspringen ist. Ah, das Rausspringen war das Problem. Dann sammle ich ihn hier erstmal wieder kurz zusammen. So, und dann bin ich jetzt schnell genug, wenn ich rausspringe. Ah, ja. Or not. Reicht das? Nein. Oh, verdammt. Okay. Das ist natürlich blöd. Ja, reicht nicht. Reicht nicht. Ich muss wieder auf die 112 kommen. Ja, so ist natürlich dumm. Da so verliere ich halt meine Geschwindigkeit. Walking off ledges decreases P meter. Oh, das ist. Ach so, die Ledges. Ich dachte, ich soll runterlaufen. Sollte ich nicht. Ups. Ach so. Aber er kommt wieder.
Ja, das ist auch klar. Yay! Slopes and Momentum. Ich mache mir schon ein bisschen Sorgen, was da alles so kommt, ne? Ich meine, 40 Exits, 40 Level mit solchen Sachen. Und das sind jetzt nur noch die Basics. Momentum Preservation. Tapping Down. Ja, ach so, das ist das. Ja, das ist mir alles bewusst. Okay. Hui. Jetzt sieht man hier da oben. Also er zeigt immer dann da oben das an, was relevant ist. In dem Fall der X-Speed. Ne? So wollte ich das gar nicht, oder? So sollte ich das... Was soll ich denn machen? Airborne Momentum. Wait, was soll ich denn tun? Ja, wie behalte ich den denn jetzt da? Und warum wird da oben jetzt die Invincibility ange... Ach so, das ist die Zeit, die abläuft. Ah. Will ich dann vielleicht hier getroffen werden, oder was? Was will er mir damit andeuten? Ah, okay. Jetzt muss ich aber mich schicken. Uff. Okay. Oh je. Wie habe ich das gerade gemacht? Aber dann will ich auf jeden Fall... Ja, ich habe schon verstanden, was ich tun will. Ich will irgendwie da reinrutschen. Vernünftig. Das ist ein Grund, dass das hier scrollt. Toll. Aber ich will dann hier wahrscheinlich... Oh, ich habe Dragon Coin gerade gefunden. Ah, cool. Ich wollte gerade sagen, ich will hier wahrscheinlich das benutzen, um nochmal schneller zu werden. Aber hier ist die Dragon Coin. Sehr gut. Auch in Ordnung. Haben wir das schon mal geklärt? Ich kann halt... Der springt halt nachher nicht mehr. Sieht den... Jetzt müsst ihr aber sehen, dass ich den Knopf drücke, ne? Genau, jetzt seht ihr den Input sogar. Das ist voll cool mit dem Input. Habt ihr es jetzt gesehen, dass ich es gedrückt habe? Mann! Zu spät. Bald. Ich krieg's nicht mehr hin. Okay, stopp. So, und jetzt... Nein, das wollte ich nicht. Das war jetzt blöd. Ja, das war klar, dass das nicht wirklich nichts wird. Ich will da ein bisschen besser reinrutschen dann nochmal.
Das sollte hinzukriegen sein, ne? Ach komm. Trotzdem bin ich gerade zu blöd, um das hier umzusetzen. Ja, wir machen das rückwärts. Kein Problem. Ach so! Ups. Ich soll nicht, eben nicht groß. Ich bin blöd. Ah, mein Gott. Ja, das ist alles klar. Das geht sogar mit Geistern. Yay, ich war wieder dumm. Entschuldigung. Spawn Mechanics. Sprites spawn when they are about 2 tiles off either side of the screen. Okay. Ja. Auch das ist logisch. Auch das ist logisch. Leider schwierig, aber logisch. Was sollte ich in dem Raum tun? Wahrscheinlich ausprobieren. Auch das ist logisch. Yep, die großen Dinger bleiben im Level bestehen. Mit Yoshi kann ich durch eine Tür oder auch nicht. Hier nicht. Irgendwas sagt mir, dass in dem Raum mein... Nee, das ist nicht. Okay, keine Dragon Coin in dem Raum. Ja, hier kann jetzt das Springboard draufstehen. Ups. Und Yoshi auch. Nee, Yoshi nicht. Ich hab gelogen. Wait, hier ist eine Tür und da drüben ist eine Tür. Dann ist das meine Yoshi, meine Dragon Coin Tür. Sag ich doch, dass die hier ist. Yay! Und dann kann ich hier weiter. On sloped lava sprites do not die. Genau, das war der Spaß. Dann kann man da mit Yoshi sogar hin und her wandern. Wenn man ganz besonders bekloppt ist. Und jetzt da unten stirbt es dann nämlich. Genauso wie... Wobei Yoshi stirbt unten auch, oder? Ja. Genau. Okay, cool. In Vertical Levels, Bright Spawn, Based on Top... Achso, ja. Yay! Frame Rules and Timers. Okay, was kommt da jetzt? Okay. Ah ja. Das ist korrekt. Der interessiert sich nicht für die Plattform hier. Und die da auch nicht. Tschüss. Ja, genau. Das ist... Wenn man es gut treffen würde... Könnte ich dabei sterben?
Jetzt, wo ich es demonstrieren will, klappt es natürlich nicht. Danke. Wow. Das hat lang gedauert. Na gut. Ja, den schaffe ich jetzt nicht. Doch. This means you can pause the game to manipulate when they... Ah! Ah, sick. Ah. Bei Bullet Bills geht es nicht, okay. Okay, irgendwas sagt mir, dass in dem Raum mein Ding sein wird. Ja, Mensch. Wer hätte das erwartet? Mal noch fliegen können, ne? Dragon Coin! So, ja, genau, man wirft irgendwas irgendwo hin, wenn man spinnt. Jetzt habe ich nicht gespinnt. Ja, toll. Ja, man, das kann man kaum kontrollieren, wohin der landet. Das war ja gerade mein Problem in Dings World. Dass ich den eben nicht vernünftig wegwerfen konnte. Die Shell. Was willst du mit sagen? Ach so, wenn ich die hier losschicke, dann interessiert das die nicht. Ja, verstanden. Und da oben sieht man gerade die Direction. Na, das variiert richtig schnell. Wohin man das dann fallen lassen würde. Okay. Ah, okay. Auch interessant. RIP. Alles klar. Da muss ich also irgendwas hinlegen. Also ja gut, hier sterbe ich auch einfach, ist klar. Okay, das war das. Cool. So. Regraps. Also ich würde, es wird halt, mit jeder Welt wird es wahrscheinlich schwieriger. Muss es ja. Jetzt sind halt wie gesagt am Anfang erst die ganzen Basics. Ja.
High bounce when you kill them with a spin jump. Ah. Ja. Haben wir gerade festgestellt. Repress Jump. Okay. Ja. Das ist richtig. Ich überlege schon wieder, wo die Dragon Coin sein wird. Mist. Hier wüsste ich im Moment nicht, wobei hier könnte es hoch. Okay. Das war irgendwie was mit offensichtlich. Okay. Gut. Yay. Oh, neues Bild. Wieder um Höhen von Sprüngen. Das mussten wir in Quickie World schon ein bisschen nutzen auch, ne? Ja. Da muss ich jetzt mit der Physik ein bisschen rumspielen. Ich muss praktisch erst leicht abspringen und dann aber einen weiteren Sprung machen können. Ja, moin. So. Ah. Nichts. Was tue ich denn? Ich weiß, wie es geht. Ich muss es nicht nochmal lesen, aber... Wow. Hier. Press B right before bouncing off an enemy. Und nach dem Bounce hold. Das muss wirklich richtig gut getimt sein. Man sieht's ja. Das war jetzt praktisch zu bald. Und das ist der High Bounce. Zu spät reicht's dann nicht. So. Das gibt's doch nicht. Was tue ich denn? Eigentlich bräuchte ich überhaupt nicht. Also in dem Fall ist es halt vom Aufgebauten her, ist es eigentlich so simpel, dass ich einfach so rüberkomme. Muss ich gar nicht nochmal drücken. Da funktioniert es jetzt nicht mehr. Oh je.
Aber das ist ja genau das, was ich im Prinzip sogar üben muss, wenn man so will. Da muss jetzt wieder hochgehen. Hier ist doch, ich sehe das doch. Ich habe doch die Ledge da oben schon gesehen. Moin. Ja, aber das ist cool, ne? Also, so eine Kaiserschule. In dem Fall ein Kindergarten. Ah! Verhauen. Ich meine, die meisten Mechanik sind mir ja noch, vertraut, aber ich wette, da kommen Sachen, die mir auch neu sind dann. Irgendwann. Keine Ahnung wann, aber die kommen bestimmt. Ach, und dann vergesse ich sie jedes Mal. Ich müsste ja eigentlich auch nicht sofort los. Ich könnte ja einfach warten. Ah, das war zu weit. Das gibt's nicht. Na, hier kann ich erwarten. So. Yay! Hi, Bounce! Jetzt andersrum. Ja, das ist jetzt praktisch einfach das Verkehrte. Muss jetzt ein bisschen höher kommen bei jedem Sprung. Nicht das Verkehrte, das Umgekehrte, wollte ich sagen. Moin. Puh. Eigentlich muss ich nicht so rennen gerade. Ja, moin. Ja, was tue ich denn? Too late, ne? Das ist genau der Punkt. Too soon. Was kann sein? Too late? Jetzt bin ich einmal bisher durchgekommen. Einmal. Und das heißt, der erste Raum. Oje, oje. Oje, oje. Ja, okay, der High Bounce ist, bin ich gerade wieder zu doof für. Dankeschön. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass das hier kein Dings mehr und ich hätte einfach nur das als Challenge, ohne dass da irgendwie Text vor mir ist, weil ich glaube, ich lasse mich gerade viel zu sehr verwirren. Ich sollte es einfach so spielen, wie ich es sonst vom Gefühl auch spielen würde. Das wäre einfach das Schlauste. Dann klappt das nämlich auch besser. Ich mache dabei ja indirekt das, was ich machen soll, nur dass ich nicht drüber nachdenke. Komm schon. Unglaublich. Sag mal. Wir
Wir werden noch den ersten Raum hinkriegen. Oh mein Gott. Fast. Das ist unglaublich, ne? Aber beim Spinjump müsste es doch auch mit A gehen, also da muss ich doch nicht B drücken, oder? Nur mal so. Das wäre irgendwie tastaturtechnisch unangenehm. Ich hoffe, ich krieg's hin, den Pro-Controller wieder anzuschließen über Bluetooth, weil gerade eben ging es nicht, ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, woran das lag. So, komm jetzt endlich mal darüber. Nein. Ha. Ich bin zu doof für die Stelle. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, danke schön. Ich meine, es wird jetzt noch schwieriger, aber erstmal ist der Teil durch. Ja, okay. Ich will das nicht. Oh Gott. Kann doch nicht sein, dass ich mich da so anstelle, oder? Da geht's übrigens wieder hoch gleich. Nein. Oh Gott. Das ist... Also diese Highbounce-Dinger sind nicht mein Gebiet. Wow. Gibt's doch nicht. Das ist unglaublich. Ah, was tue ich denn? Ich meine, ich kann das doch auch eigentlich halten und dann loslassen, oder? Irgendwie so ging das doch auch. Ja, so, in etwa. Nein! Ich dachte nicht, ich bin drüben. Ich krieg's nicht hin. Und dann muss ich das da drüben mit den Munchies auch noch mal, mit den Spines auch noch mal machen.
Okay, wir haben schon mal den Yoshi. Den Yoshi. Die Yoshi-Coin. Und dann kommt die Spinies auch nochmal. Ja, da freue ich mich ja. Ach du Schande. Ach du Schande. Das Level wird mich killen. Machen wir das beim nächsten Mal bitte weiter? Das wird gerade nix. Das wird gerade nix. Oh je. Kann doch nicht sein. Würde das schon gerne noch schaffen, das Level, ehrlich gesagt. Aber ich habe da gerade Bedenken. Große Bedenken. Nein. Komm schon. Ich freue mich schon auf die Level mit den Peachums. Da kommt bestimmt sowas, so ein Quatsch dann auch. Ach du Schande. Na gut, wer hat eigentlich gesagt, dass ich das hier ohne Save-State spielen will? Ich setze gleich in der Mitte ein. Wenn ich wieder in die Mitte komme. Irgendwann. 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 Ich komme nicht mehr in die Mitte. Ist doch nett. Dankeschön. Ach so. Kann doch nicht sein, dass ich mich da so anstelle. Das ist doch eigentlich echt nicht das Problem. Jetzt habe ich ein Problem. Ja. Oh Gott. Hm.
Es gibt's doch nicht. Wenn ich auf den einen drauf komme, müsste ich es doch auf den anderen genauso schaffen. Kann doch nicht sein, dass ich bei zweimal hintereinander schon versage. Aber mit Safe States, ich weiß. Ich weiß. Assessment Nummer 1. Da muss ich jetzt wohl alles, was ich gemacht habe, zeigen, oder wie? Ist das jetzt die Prüfung? Cool. Das wird nicht gut gehen, weil da werden dann ja solche Jumps dabei sein von gerade. Ah, geht schon los. Ach du Schande. Ach du Schande, was? Oh je, wie lang ist das? Da darf ich nicht hoch. Witzig. Irgendwas mache ich essentiell falsch. Dass der immer in die Ecke noch ankommt. Ist hier vielleicht gleich am. Wo ist hier eigentlich die Dragon Coin? Oh nein. Nicht, dass ich dann den Raum nochmal starten muss, wenn die in der Mitte irgendwo ist. Finde ich nicht so cool. Puh. Nein, jetzt hätte ich. Oh. Man muss es ganz schön weit schaffen hier auf jeden Fall. Oh je. Nein, da darf ich nicht drücken. Was, wenn ich danach drauf war? Weil man kann es auch mal kurz. Slow-Mo demonstrieren. Oder auch nicht. Oh je. Ich glaube, die Prüfung machen wir lieber wirklich beim nächsten Mal. Weil ich dann halt den ganzen Part über an der Prüfung setzen werde. Sehe ich jetzt schon kommen. Oh, hier sind aber halt echt ganz schön viele. Bin aber halt auch zu doof einfach dafür. Es gibt's doch nicht.
kann aber auch nicht zwischendurch ein Save-State setzen. Das haut nicht hin. Oh yes! Oh nein! Man muss das weiterhin schauen. Oh nein! Oh, ich dachte... Okay, dann setze ich aber hier mal den Save-State. Ja, jetzt müsste ich von vorne starten. Oh nee! Nee, 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 Freunde. Das ist dann schon wieder wirklich richtiges Geist. Und da sind wir weit weg von Quickie, wo ich ohne Self-Set spielen kann. Oh je. Schafft das jemand von euch ohne Save-States? Interesse halber? Würde mich interessieren. Hier Sari oder so. Ach, verdammt. HF zum Beispiel. HF könnte ich mir auch vorstellen. Könnte eigentlich zwischendurch da auch ein Save-Set. Will ich das? Nicht sicher. Hier zum Beispiel. Oder auch nicht. Ach, komm schon. Nein! Das gibt's doch nicht. So. Jetzt übe ich mal lang. Jetzt krieg ich langsam wieder das Laden und jetzt krieg ich eben, jetzt lerne ich das langsam wieder, wie man gut lädt und spielt und speichert. Muss ich auch mal wieder lernen. Aber das spielen Leute wirklich ohne States, ne? Also Quickie World war da ja noch machbar. Hier bin ich raus. Von wie viele das halt sind. Ich müsste jedes Mal den Koopa vorne, bei den Koopas vorne starten. Das schaffe ich nicht. Das kann ich euch garantieren. Das ist dann zu viel bei mir. Uff. Wenn man jetzt stirbt, dann startet man aber zumindest in dem Raum, ja? Okay. Aber es geht halt weiter mit solchen Sprüngen. Okay, aber die gehen. Warum kommt denn dann das krass am Anfang und das kommt danach? Aber das geht okay. Zumindest der Anfang. Keine Ahnung, was dann noch kommt. Ich muss ja auch die Yoshi-Coin wieder suchen. Da habe ich ja Bedenken, dass ich die verpasse. Auf die Art und Weise. Was tue ich? So. Ah, fast. Warte mal, ist hier... Natürlich, deswegen ist der Anfang so simpel. Ja, ist doch gut. Yay.
Ja, jetzt kann ich wieder von vorne. Das habe ich vorhin besser hingekriegt. Das war vielleicht ein ungünstiger State. Na, es geht. Ich könnte auch erstmal warten. So. Und dann in Ruhe weiter. So. Eieiei. Nein, ich hab's nicht gebietet. Nicht wirklich. Nein, ich hab's nicht gebietet. Ich hab, gecheatet. Okay. Gut, so viel dazu. Dann nächstes Mal links, rechts. Für mich natürlich besonders gut, ne? Hi, danke fürs Zuschauen. Und tschüss.